Kiez Prenzlauer Berg. Da, wo alles begann. So, hallo, hier ist Teufel von Tanzwut. Und wir befinden uns jetzt auf den Ursprungsspuren von der Band Tanzwut. Wo hat es einst angefangen? Wo haben wir einst die Band Tanzwut gegründet? Und wir sind jetzt in einem Hinterhof in Prenzlauer Berg. Da war unser erster eigener Probenraum, den wir uns selbst ausgebaut haben. Mal schauen wir hier runter. Da unten in diesem Keller, unter dieser Remise, da war unser Probenraum. Unser erster Probenraum, den haben wir uns hier selber ausgebaut. Und es war wirklich eine krasse Variante. Wir haben jetzt sogar Beton reingeschaufelt. Ich selber war bestimmt jetzt hier gefühlte 20 Jahre nicht mehr. Oder noch länger, wir sind ja 25 Jahre Tanzwut. War ich nicht mehr hier. Ich gucke mal runter, vielleicht ist die Tür offen. Ich weiß es nicht. Tatsächlich ist die Tür offen. Guck dir das an. Unser Beton noch. Den haben wir hier reingeschippt, den Beton. Das war der erste Tanzwut-Probenraum. Hier hinten wird man jetzt ohne Licht nicht so viel sehen. Ich weiß nicht, ich kann mal mit der Taschenlampe reinreuten. Das gibt es doch gar nicht. Das sieht sogar noch die Tür offen. Ja. Sieht man hier was? Oder ist es dunkel? Das war der erste Tanzwut-Probenraum. Unglaublich. Hier haben wir unseren ersten Atari angestöpselt. Das war unser erster Computer. Muss man sich mal vorstellen. Wir als Ossis, wir kamen ja aus dem Osten, unseren ersten Atari angestöpselt und haben hier die ersten Tanzwut-Sounds gemacht, zur ersten Tanzwut-CD. Ich fasse es nicht, dass wir jetzt hier drin sind. Das ist ja der Knaller. Ja, und hier hatten wir unser erstes Keyboard und haben E-Gitarren gehabt und so. Und das Allerschärfste war, dass damals, wir haben ja mit dieser Mittelalter-Rock-Variante angefangen, dass Paul Landers vom Rammstein, dem damaligen Kollegen B, Brandan auch genannt, eine E-Gitarre geschenkt hat. Eine weiße E-Gitarre, und der kam an und hat gesagt, damit machen wir jetzt die Welt unsicher. Und dann sind wir da losgezogen mit dieser Gitarre von Paul Landers. Leute, in diesem Kellerloch waren wir vor 25 Jahren und haben angefangen, dazu zu gründen. Und hier ist der gleiche dreckige Laub wie damals noch. Das gibt's ja gar nicht. Wir gehen jetzt hier mal raus. Das sind bestimmt auch noch die alten Spinnen, die damals schon da gelebt haben. Wahnsinn, ey. Das gibt's gar nicht. Es ist schon geil, dass wir jetzt hier waren, ey. Und dass die Tür noch offen steht. Zwei Kollegen, können wir nachher gleich nochmal gucken, hatten damals diese alte Metzgerei als Kneipe ausgebaut. Und das nannte sich Lido. Das sollte dann sozusagen die Stammkneipe der Band werden. Ist es dann auch zeitweise gewesen. Später haben sie festgestellt, dass sie doch nicht unbedingt Gastronomen sind, sondern eher Musiker. Na gut, wir gucken mal weiter. Jedenfalls für mich jetzt gerade eine Hammer-Variante. Ja, das Ziel ist die Wirtschaft von den Kollegen. Das war damals das damalige Lido. Wir haben aus einer alten Metzgerei haben die das ausgebaut. Können wir jetzt leider nicht rein, weil wir wahrscheinlich zu früh dran sind heute. Wir sind hier wirklich der frühe Vogel. Und ja, da haben wir auch einige Bier getrunken und ein bisschen was erlebt. Und da war halt wirklich hinter dem Tresen so ein Gang, wo man durchgehen konnte und eigentlich fast im Probenraum angelangt ist. Da war man dann schon da hinten. Ich weiß nicht, wie sie sich dieses schweineteure Fenster geleistet haben und damit Schulden gemacht haben dann in der Zeit. Aber es war auch, ich sag mal, nach der Wende, so in den End-80er, 90er Jahren, war ja hier auch so eine Art Goldgräberstimmung in dem Kiez. Da sah es also noch ein bisschen anders aus, war also ein bisschen freier, ein bisschen wilder. Und Kneipen machten auf, Kneipen machten wieder zu. Es gab die Stammkneipen, die gab es einen Tag und dann gab es am nächsten Tag schon wieder woanders eine Party. Das war natürlich abgefahren, eine abgefahrene Zeit. Wisst ihr, und jetzt sind wir hier wirklich an den vergessenen Orten, an den alten Stellen, wo wir einst gewesen sind. Und hier ist eine Tür. Ich weiß nicht mehr genau, welches war. Es war entweder die oder die Tür. Hier war eine Kneipe, die nannte sich Lampignon.
war ein Kumpel von mir, ein Puppenspieler, der eine Kneipe aufgemacht hatte. Und eine wahnsinnig geile Kneipe. Lampignon war so ein Dreh- und Angelpunkt für verrückte Leute. Da gab es zum Beispiel einen Typen, der nannte sich der Graf. Der war mal angezogen wie ein Graf, der kam mit so einem Stock, hatte so schön gemachte Haare und ein grafenhaftes Aussehen. Und wenn der abends seine philosophischen Reden hielt, ab gewissen Zeitpunkt, dann wurde die Musik runtergedreht. Und der ganze Laden musste zuhören. Und es war Kult, war? Es war jeden Abend, wenn der Graf da war, wurde die Rede gehalten über die Philosophie der Welt, hat er erzählt. Ein sehr gebildeter Mensch, aber halt eine verrückte Kiez-Type einfach. Ne? Und ja, das war, also das sind so Erinnerungen, die mir gerade hochkommen. Der Graf, der ging auch vorne ins Blabla, wo wir jetzt hingehen werden. Das war so die Stammkneipe von allen möglichen Musikern. Aber ich weiß wirklich nicht mehr, war es diese hier oder war es die hier vorne? Jetzt haben wir hier schon Bier-Anlieferung. Ja, das kann doch diese Tür gewesen sein. Ich weiß es nicht mehr genau, man sieht es einfach nicht mehr. Aber es war eine von diesen Türen. Da ging ich so ein bisschen runter und dann war der Dresen an der Seite. Und dann konnte man da sitzen, eine ganz kleine Wirtschaft. Lampignon. Das ist jetzt hier eine spektakuläre Stelle. Es sieht sehr, sehr unscheinbar aus, das ganze Gebäude und auch hier diese Fassade. Hier sitzen welche drin. Start. Neue Medien, was weiß ich, ist jetzt hier drin. Das war eigentlich die Absturzhöhle, die Barfly-Kneipe im Prenzlauer Berg, wo sich alle Musiker getroffen haben, wo wir, wenn wir vom Konzert kamen, rein sind und abgesackt sind sozusagen, wo die Verrückten saßen. Und ja, das war halt ein Dreh- und Angelpunkt, nannte sich Blabla, diese Kneipe. Schöner Begriff für eine Kneipe, wo es eigentlich abends nur noch Blabla gab, wenn die alle Party gemacht haben und die Musiker sich hier getroffen haben. Und das Ding hatte wirklich fast durchgängig auf, seit irgendwie um 8 Uhr wurde dann irgendwann mal zugeschlossen für 2-3 Stunden. Und da ging man irgendwo frühstücken und dann manche waren dann schon wieder da. Und hier hat alles begonnen sozusagen mit mir und Michael Rhein von In Extremo, der nämlich hier als Barkeeper gearbeitet hat. Und da gucken wir auch gleich mal nach. Wir haben dann zusammen an der gleichen Straße gewohnt. Und hier habe ich ihn eigentlich angesprochen, ob wir eine Band machen, eine Mittelalterband. Damals wusste er noch gar nicht so richtig, Mittelalter, was ist das? Hat er mal irgendwie auf so einem Markt gesehen, war mit einem Typen mit und hatte das erste Mal so diese Mittelaltermärkte gesehen. Und fand dann Gefallen dran. Und dann kamen wir auch auf diese Idee, Rock und Mittelalter zu verbinden. Er hatte damals eine Rockband namens Noah. Und war mit denen unterwegs, haben so ein bisschen Tonsteine, Scherben und solche Sachen gesungen. Was für Ostzeiten, also gab es schon im Osten, was natürlich eine krasse Nummer war, eine sehr politische, krasse Nummer und eine Ansage. Hat mich schon mal beeindruckt, dass so ein Typ sowas macht. Ich kannte es von der Band Freigang, die mich auch sehr beeinflusst hat in meiner Jugend. Und ja, das war also so, da sind wir uns immer über den Weg gelaufen und irgendwann ist mal unser Trommler ausgestiegen und dann habe ich ihn angequatscht und habe gesagt, kannst du nicht trommeln? Dann hat er gesagt, ja, ich kann trommeln, was gar nicht stimmte. Und ich habe gesagt, du siehst gut aus, häng dir eine Trommel um, jetzt machen wir eine Band. Und dann ging es los und die Band nannte sich Polarius Forzillo. Und da war ich mit Micha 5 Jahre unterwegs mit dieser Band. Wir haben erst im Trio gespielt und dann später im Duett und haben Mittelaltermusik auf Märkten gemacht und Puppenspiel, Marionettentheater, was ich ja jetzt immer noch mache. Und in dieser Zeit haben wir sehr, sehr viele schöne, abgefahrene Sachen erlebt. Man kann die eine oder andere Geschichte vielleicht nachher noch erzählen. Mal sehen. Auf den Spuren der Vergangenheit. Wisst ihr, wo wir gerade waren? Wir waren vorne bei unserem ersten Probenraum, den hatten wir am Wasserturm. Das hieß damals die Kneipe, hieß Lido. Ach, Lido. Lido, ne? Das haben 2 Kumpels von dir gemacht, die damals bei mir mit der Band gespielt haben. Und das Krasse war, ich habe da geklingelt, war natürlich Tür zu, hab geklingelt, hat jeder aufgemacht, ich habe gesagt, ich bin von der Post. Hat jeder aufgemacht. Und da hinten in so einer Remise, unten im Keller, war unser erster Probenraum. Da haben wir Betonfußboden noch hingeschüttet und ausgebaut. Nachher war es viel zu feucht, die ganze Bude. Das absolute Hammer-Ding war, ich klinke unten, war die Tür offen
In dem Keller war die Tür offen und es sah noch genauso aus, wie wir es verlassen haben. Schön. Nach 25 Jahren. Naja. Kriegst du richtig Grusel? Wirklich? Wirklich? Nee, ich finde das schön. Das ist abgefahren. Ja, blabla, habe ich kurz mal kurz. Ja. War mir jetzt natürlich jetzt nicht mehr so aus. Ist ja los, ja alles vorbei. Ne? Also ist ja nicht mehr so. Aber hier ist noch so. Also hier kann man ja noch. Ist vorbei, fünf Ziegen ist vorbei. Alles vorbei, aber hier ist noch das Dors. Ist, also kann ich auch empfehlen, wenn man nach Berlin kommt. Machen wir ein bisschen Werbung für die Kneipe. Wer nach Berlin kommt, der kann mal ins Dors gehen. Es ist eine Kneipe, wie sie früher mal war. Mit dem Personal, wie es früher mal war. Immer noch. Die alten Käfer. Ja. Ich meine, wir sind ja auch mittlerweile irgendwie schon Bohem und Reliquien aus alten Tagen. Deswegen ist es ja auch auf den Spuren vergangener Zeiten. Ja, aber jetzt hier kann man mal ein bisschen umgucken. Wir haben so einige Glas getrunken und zusammengesessen und uns Dinger ausgedacht. Gerade in den Kneipen kommen ja immer die besten Ideen dann in der Nacht. Ob man sie dann verwirklichen kann den nächsten Tag, ist natürlich die zweite Frage. Aber es ist schon geil. Das ist also normalerweise hat die Kneipe jetzt zweimal Schwein gehabt. Jetzt macht sie erst zu. Ist auch geil. Die Nacht ist vorbei. Cool. Ja, Blabla war ja mal fast durchgängig. Das war ja total krass. Stimmt. Ja, aber cool. Ja, was ist denn euer nächster Weg noch? Was machen wir? Was ist denn euer Na, ich gehe jetzt erstmal in die Corina Straße, wo man früher, wo ich ja gewohnt habe, und Micha von In Extremo hat ja auch da gewohnt. Ja. Kennst du auch noch Micha? Ja. Und wir haben ja in der gleichen Straße gewohnt. Der hat ja gekellnert im Blabla damals. Weißt du, der hat ja also Dresden gemacht im Blabla. So haben wir uns eigentlich kennengelernt. Und dann haben wir Corina Straße, da wo früher das hieß One Way. Kennst du die Kneipe noch? One Way mit Moni. Da wollen wir jetzt gleich mal hingucken. Ist das da, wo jetzt der Späti, wo der Späti schon ganz lange ist? Ich war ewig nicht mehr da. Ich lasse mich jetzt überraschen, ob es da noch so aussieht wie früher oder ob es jetzt ganz anders aussieht, ob ich mich nicht mehr auskenne. Ich habe gerade das Lampignon nicht gefunden, welche Tür das war. Die Puppenspielerkneipe von das Lampignon vorne. Da, wo die Agenda dran hängt. Die haben so eine Hausagenda gemacht. Ja. Genau rechts daneben. Ja, ich wüsste noch nicht mehr, welche Tür, aber naja. Der wird ja langsam vergesslich. Ach, Alter. Ist ja krass. Er ist von Speyk in Nasretzky und vor ein paar Jahren ist er mein Nachbar geworden, weil er da auch raus muss. Ja, Wahnsinn. Naja, wir werden mal weiterziehen, wa? Vielen Dank. Folge, ich muss jetzt nochmal schlafen. Ja, jemand schlafen? Ich hab heute Nacht geschlafen, du nicht. Sind treu und